Ja, hallo Simon. Danke, dass du mich angesprochen hast. Es geht heute um Forderungsmanagement, Streitkultur im Unternehmen. Was ist deine Frage? Ja, wie du ja weißt, haben wir einen Online-Handel, wo wir Ledergürtel made in Germany verkaufen. Und da ist natürlich die Frage, oder es kommt immer wieder auf, ja, als Pflichtbaustein auf der Webseite, bei eBay muss es hinterlegt werden und auch bei Amazon normalerweise AGBs. Und da sind wir schon lange auf der Suche, was wir da machen. Ja, und mit der Frage bin ich eigentlich auf dich zugekommen, ne? Gut, also AGBs gibt es natürlich eigentlich nur vom Anwalt und auch werden auch dann vom Anwalt ordentlich nochmal durchgeschaut. Das müssen wir machen, aber heute geht es um das Prinzip. Das heißt, ich bin ja euer Rechtscoach. Das heißt, ich will euch einfach begleiten und erstmal das Grundprinzip. Ich habe es hier hinten schon hingeschrieben. Es sind über 10 verschiedene Bereiche in so allgemeinen Geschäftsbedingungen und das ist gerade heute das Thema und das ist das, was dir auch, bei dir auch brennt. Dass wir hier einfach einen Schuldner haben, der eventuell nicht zahlt, dass die Leute nicht zahlen. Also wenn du bei Amazon bist, hast du natürlich das Problem, dass Amazon sich aus allen diesen Sachen raushält und Ja. du musst ihm hinterherlaufen und da müssen wir einfach gucken, dass wir da was haben. Also das Prinzip ist so, dass du selbst du hast erstmal AGBs von Amazon, dann hast du AGBs, die sozusagen, oder Vertragsbedingungen sozusagen, was hast du ganz genau verkauft, was für ein Gegenstand und jetzt möchte man im Hintergrund sozusagen Rahmen-AGBs haben und da habe ich dir mal was gezeigt, möchte ich dir was zeigen, was wir da sozusagen, was dir helfen könnte und das ist auch für andere Gründer und andere Unternehmer wichtig, sozusagen allgemeine Rahmen-Geschäftsbedingungen, das heißt, die klatscht immer dabei, die sind immer dran und wir haben dann sozusagen drei Sachen. Wir haben einmal die Auftragsbeschreibung, wie man das nennt, oder das Leistungsverzeichnis, oder sage ich mal sozusagen, das, was eure Produkte sind. Da steht dann drin, was die alles für eine Farbe haben, was für eine Größe. Zweitens hast du dann noch sozusagen einen Kaufvertrag bei dir. Da steht drin, Kauf und wie die Gewährleistung ist und all solche Sachen. Und wenn man ein Widerrufsrecht hat. Und dann gibt es noch so allgemeine Rahmengeschäftsbedingungen, die braucht man einfach sozusagen für diese ganzen kleinen Zweifelsfragen. Und da gehen wir jetzt mal durch. Das ist, wenn man hier vom Inhaltsverzeichnis sich das mal anschaut, ist das immer so chronologisch. Das heißt, von der Wiege bis zur Bahre, also von Beginn, wo du geboren wirst, bis zum Sterben. Und so ist das hier auch so ein bisschen aufgebaut. Also erstmal Vertragsparteien, muss man sagen, wie ja, wer ist überhaupt Vertragspartei, was ist Gegenstand, wann ist der Vertrag Schluss? Na, da merkst du schon, das geht so alles chronologisch. Dann hat der eine Pflichten, hat der andere Pflichten und dann will man sich Sicherheiten austauschen und dann wann beginnt das Ganze, wann beendet das? Und ganz zum Schluss streitet man sich dann auch noch und dann kommen die Versicherungen, die dann zahlen müssen und dann haben wir auch noch eine Compliance, haben wir auch noch und dann noch ein paar Anlagen. Also da sieht